Was geht ab, Mano Seefighter, Ozer hier. Und heute werden wir im Full Power Goku Banner sammeln. Sind zwar ein bisschen spät dran, aber ich habe auch an der Stelle auf die Rank-Up-Mission gewartet. Diesen, wie besprochen, heute online gekommen, Freunde. Und zwar, ja, wie gestern besprochen im Video, funktioniert das folgendermaßen. Zum einen wurden die ersten Rank-Missionen, also die, die schon online waren, die alten von Rank 5 bis 200, wurden erneuert. Da bekommen wir zusätzliche Sachen und ich habe es mir schon gedacht, man bekommt quasi von jedem Typus Training Items, nicht nur physisch wie das gestern aus DBZ Spacer, aus der Mission Section. Und zwar bekommen wir eben gewisse Sachen, die hier aufgelistet sind und das sind wirklich sehr gute Sachen meiner Meinung nach. Medaillen, Training Items, Orbs und so und so fort. LRK gibt es dazu auch. Aber Freunde, das sind ja die alten Rank Missionen. Das heißt, wenn ihr diese alten Rank Missionen bereits bewältigt habt, schon abgeholt habt aus den Missionen, dann bekommt ihr nur noch die zusätzlichen Sachen. Im Klartext heißt das beispielsweise in meinem Beispiel, ich bin jetzt Rank 400 plus, da ich habe schon damals Rank 200 Rewards, die ganzen Belohnungen aus den Missionen geholt, die ganzen Stones, bekomme jetzt aus den Missionen nur noch die zusätzlichen Sachen und diese Rank-Missionen vorhin, die sind auch permanent online. Die sind jetzt ab sofort immer online, die könnt ihr immer holen, sobald ihr quasi den gewissen Rank erreicht habt und das natürlich auch nur einmalig. Heißt wiederum, jetzt heute wurden neue, mit der ersten Welle neue Rank-Missionen hinzugefügt, nämlich Rank 220 bis 400, das sind bis zu 80 Stones, die kann ich mir jetzt abholen, wenn ich die abgeholt habe, dann war es das auch einmalig und ja, so funktioniert das Ganze mit den Rank-Missionen und wie gesagt, die zweite Welle kommt ab dem 21. Dezember 37, da werden dann nochmal, da geht es dann von Rank 420 bis 500, da kommen dann neue Rank-Missionen, das sollten dann 40 Stones sein. Eine kleine Sache noch, bevor wir mit den Summon loslegen, Freunde, und zwar gibt es für morgen eine Serverwartung, die geht von 6.25 Uhr morgens bis 8.25 Uhr unserer Zeit, also am Mittwoch an der Stelle 28.11. Das dient dazu, weil das Banner online kommen sollte von, also das Thank You Dokkan Festival Banner. Das Banner haben wir uns im Preview genau angesprochen, Freunde, das ist das, wo LR Gogeta und Vegeta ihr Comeback feiern und das ist eigentlich ein Trap-Banner, da sind nur 3% Featured, 3% Rate für die Featured Charaktere und da sind 12 Charaktere gefeatured. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie das auf jeden Fall schmackhaft machen werden. Vielleicht gibt es einen ersten Durchlauf im Discord. Es wird auch Tickets geben, die man kaufen kann. Eventuell durch Multis etc. Die wollen das schon schmackhaft machen. Wir werden da morgen auf jeden Fall schlauer. Ich würde eigentlich davon eigentlich abraten, dort zusammen, Freunde. Weil wir sind kurz vor Weihnachten, Neujahr, kurz vor Dragon Ball Super Broly Film. Da kann man eigentlich mehr oder weniger sparen. Aber im Banner Preview haben wir uns das Ganze angesehen. Und morgen werden wir schlauer. Vielleicht, wenn da ein Discord kommt. Also das, der erste Durchlauf vergünstigt wird. Vielleicht will ich es versprechen, vielleicht machen wir dann den ersten Durchlauf. Aber Freunde, kommen wir zum heutigen Video. Wie gesagt, das waren kurze Informationen zu den Rank-Up-Missionen und ja, der Wartung und dem Banner oder das Banner, das uns morgen erwarten wird. Wir kommen aber, wie gesagt, zum Full Power Goku Banner. Ich habe auch auf die Rank-Up-Missionen, auf die Belohnung gewartet, um das sammeln zu können. Heißt, ich habe ja an der Stelle Free-to-Play-Stones, Freunde, Free-to-Play-Stones und sorry, falls ich mich mal hier oder da verspreche, es ist halt legit früh am Morgen hier an der Stelle, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Interessant aus diesem Banner ist, um ehrlich zu sein, nur Full Power Goku, für mich Full Power Goku, wenn er kommt, wäre es auf jeden Fall nice, ansonsten müsste er den ganzen Versuch geben. Ich könnte eigentlich jeden verwerten außer Omega-Stellung, der ist bei mir auf 100%. Wenn er kommen würde, könnte ich ihn vielleicht auch für die Essay, für den Strength benutzen. Also so schlimm wäre das nicht. Aber selbst hier ist aktuell meiner Meinung nach Full Power Goku eigentlich, sag ich mal, kein Muss. Okay, Mutter sehen allein am Morgen, keiner weiß. Kein Muss, wenn die Super Battle Stages hinzugefügt werden für ein Shadow Dragon Team, für die Super Battle Stages, wäre er eventuell auf jeden Fall wichtig. Okay, kein Gott, gut, leider. Aber aktuell, Freunde, kann man auch auf ein Comeback von Full Power Goku warten, falls mal irgendwann wieder in den Banner kommt. Und das sollte früher oder später kommen. By the way, kurze Sache zu den Rank-Up-Missionen. Die sind aktuell nur auf Global, also die neuen, die hinzukommen, von, was haben wir gesagt, von 200, ja, von 200 plus bis 400, sollten aber auch früher oder später auf JP kommen, ja, so ist nicht, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Genau, so viel zu den Banner, Freunde, dementsprechend weiß auch nicht, wie deep ich hier in dem Full Power Goku Banner gehen werde. Ich habe noch, wir haben noch ein bisschen, Notfallstones, sage ich mal, aus den Rank-Up-Missionen eben, könnten auf bis zu 200 Stones kommen, während vier Mutis haben. Wir gucken einfach, wie das Ganze läuft, aber bis jetzt läuft das überhaupt nicht gut. Und ich bin auch an der Stelle, wo ich mir auch selbst sage, ich versuche auch so gut wie möglich zu sparen für eben, was danach kommt quasi, Freunde. Deswegen, ja, gucken wir einfach mal, wie das Ganze läuft. Bis jetzt läuft es überhaupt nicht gut. Ja, Cell tritt auf unser Gesicht hier früh am Morgen. Einfach nur der GSSR so.
Und so viel zum allerersten Multi. Falls ihr schon gesammelt habt, Freunde, ich bin schon ein bisschen spät dran, könnt mich gerne wissen lassen in den Kommentaren, was ihr gezogen habt. Ich habe auf Twitter auch bereits gesehen, dass ihr gut gezogen habt. So ist nicht. Die Hashtag 1 Sing-Sum sind auf jeden Fall gedroppt. Falls ihr noch sammeln werdet, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, Freunde. Wir haben hier Boom mit Vegeta. Boom mit Vegeta. Okay, interessant. Wir gehen Super Saiyan. Super Vegeta-Animation. Das heißt, einen Dokkan-exklusiven Charakter haben wir auf jeden Fall, Freunde. Wir sind in einem Dokkan-Festival-Banner und Super Vegeta sagt uns, wir haben einen Dokkan-exklusiven Charakter auf jeden Fall aus diesem Banner. Und Dokkan-exklusiv sind hier nur Full Power Goku, Vierfach Vegeta, Vierfach Vegeta und Omega Shenlong. Welcher wird es sein, Freunde? Welcher wird es sein? Ich sehe schon Omega Shenlong kommen, um ehrlich zu sein. Weil ich habe ihn auf 100. Legend, ich kenne das. So, alle Charaktere, die ich auf 100 habe, die bekomme ich einfach nochmal links und rechts. Aber wenn es jemand anderes wäre, jawohl, was? Oh mein Gott. Zweiter Multi. Oh mein Gott, Freunde. Full Power Goku. Oh, geil. Richtig geil. Das ist perfekt. Das ist perfekt, auch hier an der Stelle, um ehrlich zu sein. Ich habe mir nämlich gesagt, oh, der ist echt gedroppt. Der ist echt gedroppt. Was? Krass. Richtig geil. Ich habe mir nämlich an der Stelle gesagt, Freunde, hört sich vielleicht ein bisschen frech an, aber wenn Full Power Goku früh droppt, dann werde ich eventuell in den anderen Banner reingehen von LR mit den restlichen Stones von LR Gogeta und LR Vegito. Die Sache ist jedoch, dass es halt noch nicht heute online kommt, sondern kommt erst morgen online. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es machen werde. Ich denke, ich werde aber die restlichen Stones eben behalten. Weil ein Full Power Goku reicht mir, Freunde. Die andere müsst ihr jetzt unbedingt nicht haben. Ich habe vierfach Gogeta, fehlt zwar ein Dupe. Vegeta auch, aber es müsste nicht unbedingt sein. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, wenn ich hier vorerst nicht weiter summon. Weil ich würde echt gerne wissen, wie es morgen aussieht. Mit dem Banner. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet, Freunde. Und bei allem Respekt, Freunde. Shoutout natürlich vielen lieben Dank an euch und ihr wisst ja, das ganze Leuten dann OZ Fighter, euer Support ist wirklich überragend, überwältigend gut. Aber es gibt auch mal hier und dort einen Kommentar, wo ein bisschen, ja, meiner Meinung nach nicht verständlich ist. Worauf ich hinaus will, ist, Freunde, bei allem Respekt, ich will hier niemandem etwas unter die Nase reiben mit meinen Summons. Das sind immer noch Raids, Freunde. Das ist reine Glückssache. Entweder man zieht was so wie jetzt, deswegen fühle ich mich gerade ein bisschen unwohl, weil ich hatte Zeit der Multi, ich hatte halt fett Lack gerade eben. Aber ich will damit bei allem Respekt niemandem etwas unter die Nase reiben. Das ist nicht meine Intention hier. Ich wünsche natürlich jedem viel Glück, der es haben. Das ist im Endeffekt, Freunde, ist es ein Glück. Ja, es sind Raids. Es ist ein Zufallgenerator. Entweder man hat Glück und zieht was direkt, oder man hat nicht Glück und wird geschäftet. Und vertraut mir, ich wurde auch oft geschäftet und mit vielen Stones reingegangen. Heute hatte ich Glück, wie die letzten Tage auch, solchen Legends. Aber ich finde es dann schade, dass man quasi an dem Glück von, in einem Spiel von einem Glück, das Glück hat, da hat man, hat keinen Einfluss auf Glück, dass man dann einen Kommentar liest, wie das, also aufgrund des Summons, wie ich gesummt habe quasi, dass man mich jetzt unsympathisch fühlt. Im Endeffekt hat jeder seine Meinung, aber ich finde, man kann Glück nicht, also man sollte Glück nicht mit Sympathie verwechseln, Freunde. Und bei allem Respekt, mir geht es wirklich hier nicht darum, jemanden etwas unter die Nase zu reiben, das sollte ich auf jeden Fall einfach mal loswerden. Der Dude, der fühlt sich auf jeden Fall angesprochen und Dude, du musst dich auf jeden Fall nicht rausreden, so wie du dich da gegeben hast aus deinem Text, ist es auf jeden Fall auf die Summon bezogen gewesen und nicht auf irgendetwas anderes. Keine Sorge, alles ist wie immer, alles ist cool. Ich habe mich nicht verändert von meiner Art oder so, wir sprechen ja auch von unserem Boy Ozore, Freunde. Alles ist wie es ist, Freunde. Wie gesagt, das soll ich einfach nur klarstellen, es lag mir, sag ich mal, seit ein paar Tagen am Herzen, weil, Freunde, wir haben auch quasi eine gewisse Diskretion, das ist ein Abstand Monitor zu Monitor und darüber hinaus kennen wir uns eigentlich nicht face-to-face persönlich, aber trotzdem kennt ihr mich, ich halte da trotzdem eben wegen dieser Diskretion auch Anstand und Respekt und ich finde, respektvoll sollte man auf jeden Fall miteinander umgehen. So viel einfach dazu, wie gesagt, Freunde, man sollte auf jeden Fall nicht verwechseln, auf jeden Fall auf seine Wortwahl achten, weil im Endeffekt kommt das auch an. Versteht, was ich meine? Ist nichts Schlimmes, ist auch absolut fein, Freunde, wie gesagt, aber ja. Glück hatten wir auf jeden Fall und ich hoffe, ihr habt auch demnächst natürlich Glück, so wie immer, so wie ich es euch immer wünsche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt dem Ganzen auf jeden Fall ein Like, Freunde. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, Freunde. Peace.